Heiligabend 2020. Ein besonderes Jahr, ein besonderer Heiligabend. Und wir wollen jetzt auch miteinander einen besonderen Gottesdienst feiern. Dazu heiße ich Sie und euch alle ganz herzlich willkommen. Nun sind wir da. Wir sind angekommen am Heiligen Abend. Wir sind angekommen hier in der Kirche. Wir sind da mit unserem Gottesdienst aus der schönen Offenthaler Kirche, mitten in Ihren und euren Wohnzimmern. Wir sind da, Corona-gerecht und sicher, digital und doch ganz nah. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ihr zu Hause vor den Bildschirmen diesen Gottesdienst mit uns feiert. Und da, wo ihr jetzt seid, da dürft ihr auch mitsingen. Da könnt ihr nun einstimmen in das erste Lied, das wir jetzt hier in der Kirche anstimmen. Endlich ist Weihnachten. Vieles ist anders als sonst. Aber diesen Gottesdienst, den feiern wir wie immer. Im Namen dessen, der uns durch das Kind in der Krippe, in der Kraft seines Geistes, auf ganz menschliche Weise nahegekommen ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, lieber Vater im Himmel, wir kommen heute an diesem heiligen Abend zu dir, so wie wir sind. Wir Erwachsenen etwas erschöpft von den ganzen Vorbereitungen und zugleich doch etwas aufgeregt, die Kinder ungeduldig und voller Erwartung. Wir sind hier, zusammen mit der Familie oder auch allein. Wir alle kommen zu dir auf der Suche nach dem Zauber der Weihnacht, auf der Suche nach seiner Bedeutung und seinem Sinn. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen und Sinne. Mach uns empfänglich für das Wunder dieser Nacht.
dass wir einen Blick für das Kleine und Empfindsame haben, dass wir deine Wunder neu sehen lernen, dass wir deiner Liebe trauen und uns für die Menschen um uns herum öffnen. Wir bitten dich, Gott, lass es Weihnachten werden in unseren Familien und Häusern. Lass es Weihnachten werden in uns und durch uns. Amen. Endlich ist Weihnachten. Vieles ist anders als sonst. Aber auch die Geschichte ist dieselbe wie jedes Jahr. Die Geschichte von Jesu Geburt, wie sie uns der Evangelist Lukas in seinem Evangelium erzählt. Wir alle kennen sie. Und doch gehen wir immer wieder mit. Mit Maria und Josef, mit den Hirten und den Engeln, gehen mit ihnen nach Bethlehem, landen mit ihnen im Stall, wo sich das geheimnisvolle Wunder dieser Nacht ereignet. Diese Geschichte wollen wir jetzt hören. Allerdings auch das etwas anders als sonst. Nämlich nacherzählt von Nathalie Ende und Lisa Neuhaus. Vorgetragen wird sie uns von unserer Kirchenvorsteherin Uschi Lauxmann. Es begab sich aber zu der Zeit, als in Rom der Kaiser Augustus herrschte. Er war sehr mächtig und viele dachten, er sei Gott, die Sonne, das Licht der Welt. Einmal wollte Augustus wissen, wie viele Menschen gehören mir eigentlich? Und er gab den Befehl, alle Menschen sollen gezählt werden. Dafür müssen sie in ihre Heimatstadt gehen. Egal, wie weit das ist. Deshalb müssen auch Maria und Josef sich auf den Weg machen. Sie wandern von Nazareth nach Bethlehem. Es ist ein weiter Weg. Maria ist schwanger. Sie hat ein Baby im Bauch, ganz nah beim Herzen also. Sie ist froh, dass sie sich ab und zu auf den Esel setzen kann, der sie begleitet. Sie müssen mehrere Tage gehen, bis sie in Bethlehem sind. Endlich sind wir da, sagt Josef und bindet den Esel an einen Pfosten. Nun brauchen wir nur noch einen Ort, an dem wir schlafen können. Warte hier, ich frage bei den Herbergen. Ich bleibe so lange auf dem Esel sitzen, Josef. Aber beeil dich, ich glaube, das Kind kommt bald. Es dauert lange, bis Josef zurückkommt. Es wird schon dunkel. Ich habe nur noch einen Platz in einem Stall gefunden, sagt er müde. Josef bindet den Esel los und führt ihn zu dem Stall. Dort hilft er, Maria abzusteigen. Im Stall sieht sich Maria um und sagt, wenigstens gibt es ein bisschen Licht. Und Heu und Stroh. Und bei den Tieren ist es sogar warm. Kaum haben sie sich eingerichtet, kommt schon das Kind,
Es geht ganz schnell und alles geht gut. Es ist ein Junge. Er schreit laut. Maria wickelt ihn in Windeln und legt ein warmes Tuch um ihn. Josef legt weiches Heu in eine Futterkrippe. Und als das Kind eingeschlafen ist, legen sie es hinein. Nicht weit entfernt sind ein paar Hirten auf einem Feld. Die passen in der dunklen Nacht auf ihre Schafe auf. Sie sitzen an einem kleinen Feuer. Die Schafe liegen eng beieinander. Die Hunde bewachen sie. Plötzlich wird es ganz hell, als ob die Sonne scheint, mitten in der Nacht. Die Hunde fangen an zu bellen, die Schafe blöken und die Hirten springen auf. »Was ist los? Was ist das für ein helles Licht?« rufen sie erschrocken. Ihre Augen sind ganz geblendet und sie hören eine große Stimme. »Fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht. Für euch ist in dieser Nacht ein Kind geboren, ein Kind Gottes. Es wird euch trösten und wird allen Freude bringen. Geht und schaut.« Ihr findet das Kind in einer Futterkrippe im Stall. Die Hirten staunen und reiben sich die Augen. Und dann ist ihnen, als hörten sie noch mehr Stimmen, einen wunderschönen Gesang, wie sie ihn noch nie gehört haben. Glanz in der Höhe bei Gott und Frieden bei den Menschen. Danach ist es ganz still. Nicht einmal die Hunde bellen. »Lasst uns aufbrechen und diesen Stall suchen«, sagt einer der Hirten. »Dieses Kind möchte ich unbedingt sehen«, stimmt ein anderer zu. »Wir bringen ihm ein warmes Fell und wir haben auch noch Milch von den Schafen.« Die Hirten, die Schafe und die Hunde machen sich auf den Weg nach Bethlehem. Sie müssen gar nicht lange suchen. In einem Stall ist noch Licht. Vorsichtig klopfen sie an die Tür. Wir kommen, um das Kind zu sehen. Josef öffnet die Tür. Wer seid ihr? Wir sind Hirten. Wir waren auf unserem Feld ganz in der Nähe. Da haben wir von dem Kind gehört. Wir möchten es gerne sehen. Wir haben auch ein warmes Fell mitgebracht. Dürfen wir? Unsere Tiere lassen wir draußen. Die Hunde passen auf. Kommt herein, sagt Josef, und bringt die Lämmer mit. Im Stall sehen sie das Kind in der Futterkrippe liegen, genau wie es die Stimme gesagt hat. Ganz still stehen sie da und staunen. Dann erzählen sie Maria und Josef, was sie mit dem hellen Licht erlebt haben und wie die Stimme zu ihnen gesagt hat, für euch ist heute Nacht ein Kind geboren, ein Kind Gottes. Es wird euch trösten und wird euch allen Freude bringen. Maria erzählt, ich habe auch so eine Stimme gehört. Sie hat gesagt, das Kind soll Jesus heißen. Josef sagt, Jesus, das bedeutet Hilfe von Gott. Das können wir nötig brauchen, sagt ein Hirte. Euer Kind wird uns trösten und Freude bringen. Maria legt eine Hand auf ihr Herz
und spürt die Wärme. Was für große Worte sie über unser Kind gesagt haben, denkt sie. Alle gemeinsam schauen sie noch lange auf das Kind. Dann decken die Hirten es mit dem Fell zu und geben Maria die Milch. Zum Abschied sagen sie: Gott segne euch und euer Kind. Alles war anders, anders als geplant und anders als gewünscht. Die Geburt ihres ersten Kindes wird sich Maria in vertrauter Umgebung vorgestellt haben. Zu Hause in Nazareth mit Verwandten und Freundinnen in der Nähe, die kommen und ihr beistehen können, wenn das Kind kommt. Stattdessen hängt dieses Gebot über allem und wirft jeden Plan über den Haufen. Das Gebot des Kaisers Augustus. Alle sollen an den Ort, von dem ihre Familie herkommt, und sich dort in die Volkszählungslisten eintragen lassen. Ihr Mann kommt aus Bethlehem. Über 150 Kilometer ist das von Nazareth entfernt. Selbst heutzutage mit dem Auto braucht man dafür 2,5 Stunden. Zu Fuß sind es 5 Tage. Und das hochschwanger. Es hilft nichts. Gebot ist Gebot. Als sie in Bethlehem ankommen, gibt es keinen Raum in der Herberge für die werdende Mutter und ihren Mann. So kurz vor der Geburt und kein geschützter Platz. Maria kann schauen, wo sie niederkommt. Mit Wehen, Geburtsschmerzen, mit der Angst, ob alles gut geht. Aber es geht gut. Sie hält ihr Neugeborenes, ihren Jesus, im Arm. Wenn es kein Bett und keine Wiege gibt, hilft nur improvisieren. Nehmen wir den Futtertrog. Da liegt das Baby wenigstens nicht auf dem Boden. Niemand kann aus Versehen drauftreten und die Körper der Tiere wärmen. Und dann passiert noch mehr Ungeplantes. In diesem Fall unerwartet Wundervolles. Auf einmal kommen Menschen, Hirten von den Feldern in der Nähe. Sie wollen dieses Kind sehen.
von dem ihnen der Engel gesagt hat. Das ist der Heiland, der Retter, Gottes menschgewordene Liebe in diesem Neugeborenen. Alles anders, nichts wie geplant. So war das am allerersten heiligen Abend, in der allerersten heiligen Nacht. Und es wurde trotzdem Weihnachten. Das tröstet mich an diesem heiligen Abend. Gottes Liebe kommt zur Welt, mitten hinein in das Ungeplante und Improvisierte. Die Krippe war ein Behelf, weil alles andere fehlte. In diesem Behelf liegt Gottes Sohn und strahlt seine Liebe in die Welt. Weihnachten 2020 ist anders als vertraut. Es lässt sich nicht wirklich planen. Vieles ist auch nur Behelf für das, was sonst für mich zu Weihnachten dazugehört. Aber ich vertraue darauf. Es wird Weihnachten werden. Es wird Weihnachten werden, denn Gott hat seine Liebe zur Welt gebracht. Allerdings gehören zur Liebe bekanntermaßen immer zwei. Machen wir uns also nichts vor, Weihnachten fällt nicht vom Himmel. Es liegt auch an uns, ob es wirklich Weihnachten wird. Was da durch Jesus zur Welt kommt, das will auch in uns geboren werden. Das will auch durch uns in die Welt getragen sein. Das sagt die Geschichte ja auch. Versetzen wir uns doch noch einmal in sie hinein und fragen uns, was wäre passiert, wenn die Hirten nicht gekommen wären? Und dabei dürfen wir jetzt nicht denken, naja, da kommen ja noch die Weisen aus dem Morgenland. Die kommen in dieser Geschichte gar nicht vor. Die stehen auf einem anderen Blatt oder besser in einem anderen Evangelium. Also, was wäre in dieser Geschichte von Lukas passiert, wenn die Hirten nicht gewesen wären? Nichts, nichts wäre passiert. Die Geschichte würde enden, bevor sie an einen ganz entscheidenden Punkt kommt, bevor sie überhaupt richtig losgehen kann. In der Abgeschiedenheit eines armen Stalles käme es zu dem Wunder der Geburt, über die sich der ganze Erdkreis freuen könnte. Doch niemand, außer dem Paar selbst, bekäme davon etwas mit. Keiner würde davon berührt. Wären da nicht die Hirten, die des Nachts ihre Herde hüteten? Sie sind bereit, dem Kommen Gottes in ihre Welt, in ihr Leben eine Chance zu geben. Sie lassen sich ein auf das, was da von dem Engel zu ihnen gesagt wurde. Lassen sich davon bewegen und erleben, dass ihr Herz mit einer großen Freude erfüllt wird. Hier passiert das Entscheidende. Die Begegnung mit dem Kind in der Krippe verändert die Hirten.
Sie fühlen sich von Gott gesehen, angenommen und wertgeachtet. Das verändert ihre eigene Sicht auf das Leben und auf sich selbst. Beides sehen sie nun im Licht der Liebe Gottes. Und dann tragen sie dieses Licht selbst in die Welt. Erst dadurch wird es dann wirklich Weihnachten. Zur Liebe gehören immer zwei. Und so ist es auch mit Weihnachten. Gott bringt seine Liebe zur Welt. Er schenkt sie dir, er schenkt sie mir. Und dann bin ich, dann bist du gefragt, wie und wo kann und möchte ich Hirte oder Hirtin sein? Amen. Die Zeit vergeht, sie bleibt nicht stehen. Jahre kommen, Jahre gehen. Was bleibt, das ist die Sehnsucht nach der Liebe. Liebe ist geboren. Verwende einen Tropfen Zeit für Nächstenliebe und Menschlichkeit. Du wirst schon sehen, das Leben kann so schön sein. Die Liebe, die du weiter schenkst, die Zeit, die du wir feiern heute den Geburtstag von Jesus.
Durch ihn bist du, Gott, uns Menschen unglaublich nahe gekommen. Durch ihn hast du das Licht deiner Liebe auf besondere Weise zur Welt gebracht. Dafür danken wir dir. Im Licht deiner Liebe, Gott, denken wir an all die Menschen, die in Not und Angst sind, und bitten dich. Überall dort, wo Schmerz, Leid und Trauer sind, schenke dein Licht. Wo Hass, Krieg und Gewalt herrschen, schenke deinen Frieden. Überall, wo Menschen schon Opfer der Klimaerwärmung geworden sind, schenke Hoffnung und neuen Mut. Dort, wo Menschen zusammenleben, in Familien oder anderen Gemeinschaften, stärke die Liebe und das Vertrauen zueinander. Dort, wo Menschen einsam sind, schenke Geborgenheit und Wärme. Wo Zweifel, Unsicherheit und Skepsis das Leben schwer machen, schenke die Fähigkeit, neu staunen zu können. Weihnachten fällt nicht vom Himmel, Gott, sondern beginnt verborgen und im Kleinen bei den Menschen, die dafür offen sind. Es liegt auch an uns, dass es in der Welt mehr Weihnachten wird, nicht nur in diesen Tagen. Wir können deine Liebe und deinen Frieden weiterschenken. Wir können selbst Licht sein für andere Menschen in den Dunkelheiten ihres Lebens, für die gesamte Schöpfung, die auf Heilung wartet. Schenke uns dafür deinen guten Geist, der Kraft, der Zuversicht und der Besonnenheit. Amen. Nun lasst uns alle noch gemeinsam das Gebet sprechen, das das Kind in der Krippe, als es groß war, die Menschen zu beten gelehrt hat und das ihr alle kennt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seit vielen Jahren ist sie eine feste Tradition an Heiligabend, die Spendenaktion Brot für die Welt. Doch auch hier ist dieses Jahr alles anders. Die aktuelle Lage, die es unmöglich macht, die Gottesdienste in der gewohnten Form zu feiern, trifft auch die Spendenaktion. Denn auch die sonst so großzügigen Kollekten können nicht wie gewohnt gesammelt werden. Daher bitten wir Sie, lassen Sie uns auch hier neue Wege gehen, damit Brot für die Welt seine wichtige Arbeit weiterhin leisten kann. Sie können zum Beispiel Ihre Spende direkt an Brot für die Welt überweisen oder nutzen Sie den Link oder QR-Code auf unserer Webseite. Mit Ihrer Spende unterstützt Brot für die Welt unter anderem die Kinderrechtsorganisation Bewegung zur Rettung der Kindheit in Indien. Denn trotz des Verbots von Kinderarbeit gibt es dort immer noch zu viele Kinder, die zur Arbeit gezwungen werden. Ein Schwerpunkt dabei ist die Befreiung von Kindern aus Steinbrüchen, die dort als Schutzsklaven leben und eine extrem gefährliche Arbeit verrichten. Nach ihrer Befreiung wird dafür gesorgt, dass die Kinder eine Schul- und Berufsausbildung erhalten. Damit erhalten diese Kinder eine echte Chance für ihr späteres Leben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Thank you.
In eine fröhliche, selige und gnadenbringende Weihnachtszeit geht nun hinein mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Danke, dass Sie den Gottesdienst mitgefeiert haben. Danke, dass ihr dabei wart. Der Kirchenvorstand und ich wünschen Ihnen und euch ein gesegnetes Weihnachtsfest.